So, und damit ein herzliches Willkommen beim neuen Video von Crispy Rider. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt wieder auf der GSX-R unterwegs. Die aufmerksamen Zuschauer werden sich wahrscheinlich gefragt haben, wo die so lange gewesen ist, und das kann ich euch gleich zeigen. Vielleicht erkennt man das ja sogar schon auf dem Video, ich weiß nicht genau, wie viel man davon jetzt sieht. Aber an der Maschine hat sich auf jeden Fall einiges geändert und da werden wir dann gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir uns hier irgendwo ein schönes Stückchen raussuchen, wo wir mal anhalten können. Ja, rechtzeitig ist nur Anlieger frei, da will ich jetzt nicht reinfahren. Aber dann kann ich das schöne Maschinchen mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Aber ja, ich denke mal, man sieht jetzt schon, die ist nicht mehr weiß, sondern schwarz. Das ist der größte Unterschied an der Maschine jetzt. Ich habe mir die nämlich gekauft in weiß, wollte die nämlich aber die ganze Zeit schon schwarz gemacht haben. Ja, und dann habe ich mir die Teile dafür bestellt und dann habe ich mir die schwarz gemacht. Ja, wir fahren jetzt mal in Mülheim rein, Richtung so einer Strecke, Richtung Heiligenhaus. Die ist nämlich echt ganz schön. Und da will ich mal schauen, ob ich mit der da mal endlich ein bisschen Kurven fahren kann. Da sind zwar nicht allzu viele Kurven, aber ich bin mit der hier noch gar keine Kurven gefahren, weil ich hatte die ja jetzt 2-3 Wochen. Dann habe ich mich dazu entschieden, die schwarz zu machen. Und dann stand die eigentlich die ganze Zeit nur auseinandergebaut rum. Und ja, deswegen muss ich mal gucken, dass ich jetzt vielleicht mal eine Kurvenstrecke finde, wo ich so ein bisschen Kurven heizen kann. Ich habe tatsächlich gar keinen Plan mehr, wo lange ich fahren muss. Ich fahre jetzt... Alter Schwede, mach doch mal eine Vollbremsung, ey. Ich fahre jetzt einfach mal rechts lang und dann gucke ich mal, wo ich da auskomme. Weil ich meine, ich wäre auch in die Richtung, Richtung Heiligenhaus gefahren. Aber ich finde das krass. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gesehen hat. Wenn jetzt, spiele ich ja nochmal ein. Oh. Wie schnell mein Hinterrad einfach blockiert, ne? Also ich habe jetzt ein bisschen stärker mal gebremst und die Maschine hat ja kein ABS, meine andere ja schon. Und wie schnell das Hinterrad einfach blockiert. Also es war nicht extra. Ich habe versucht, das nicht blockieren zu lassen. Aber direkt Standardrad. Da muss ich echt dann auch mal ein bisschen Bremsen üben, sage ich mal, ne? Ja, irgendwo müssen wir ja mal langsam raus, weil ich will euch ja das Maschinchen zeigen. Weißt du was? Ich halte jetzt einfach hier. So. Einfach hier vor so einem Garagenhof. Mitten in Mülheim. Geil. Ah. Guckt euch diese Maschine an. Hundertprozentig sauber ist sie jetzt noch nicht. Aber guckt sie euch an. Die ist jetzt so schön schwarz. Ja, GSX-R-Logo muss ich nochmal wechseln. Das ist jetzt rot, aber die ist so... Ah, das war auch eine GSX-R. Die ist so schön schwarz. Genauso wollte ich sie haben. Mit den Felgen. Die sind jetzt in Kupfer, Bronze immer noch, so wie sie vorher waren. Dann habe ich die Griffe und die Lenkerenden gewechselt, jetzt passend zu den Felgen. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt mein Maschinchen. Und damit fahre ich jetzt hier durch die City. Ich will noch mal überlegen, ob ich den hinteren Spritschutz und den vorderen Spritschutz aus Carbon mache. Weil das ist ja auch Carbon-Optik, das ist normales Kunststoff. Aber das ist, würde ich an einem richtigen Carbon machen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann tun. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit erstmal sehr viel für das Motorrad getan. Oder sehr viel da rein investiert. Deswegen, ja, belasse ich jetzt erstmal quasi bei den Veränderungen. Aber so auf jeden Fall erstmal der Stand der Dinge. Ne? Neuch? Neuch? Boah, meine Luftansaugung ist so krank laut. Ich habe auch beim Umbau gesehen, ist das auch in der GSX, ja? Nee, doch nicht. Ich habe gesehen beim Umbau, dass ich einfach einen K&N-Luftfilter habe. Das wusste ich vorher nicht. Und das würde aber erklären, warum die Ansaugung beim Gasgeben so unfassbar laut ist. Also, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video merkt, aber wenn ich jetzt Gas gebe, kommt so viel von hier vorne und so wenig vom Auspuff. Ja, da liegt halt im Endeffekt einfach nur im K&N-Filter, ne? Boah, aua, aua. Ja, das ist auch eine Straße mit eingebauter Rückenmassage hier, ne? Alter! Bisschen sehr voll hier, ne? Guck mal, hinter mir war gar keiner und ich bin so nett und lass sie einfach vor. Mann, Mann, Mann. Wieder was Gutes für die Bike-Community getan. Yeah. Es wäre echt ganz geil, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, was ihr von dem Schwarz haltet. Ob ihr das Weiß besser gefunden habt, aber das Schwarz. Ich packe jetzt mal zwei Bilder von den beiden Maschinen nebeneinander. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr mehr gefühlt habt. Weil ich muss sagen, ich habe die ja in Weiß gekauft, mit der Intention, die schwarz zu machen. Und in Weiß hat die mir schon ganz gut gefallen. Und vor allem, was halt ganz witzig war, ich habe auf der Straße 2 oder 3 Mal einen Daumen nach oben bekommen dafür. Das war ganz geil. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe davon nicht einen auf Video. Ja, aber wie gesagt, meine Intention war von Anfang an ja, die schwarz zu machen. Und ich muss auch sagen, jetzt wo die schwarz ist, finde ich, sieht die einfach viel böser und viel ernster aus. Ne? Also die weiße war jetzt nicht hässlich, keine Frage. Aber die macht da halt weniger her als die schwarze, würde ich jetzt mal behaupten. Boah, ne 1000er RR, wie geil.
Aber ich glaube, wir sind richtig. Also ich meine, genau an der Kreuzung wollte ich auch, obwohl, nee. Nicht an der Kreuzung wollte ich links abbiegen. Ja, ich bin mal gespannt. Nee, in Osteria, ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich glaube, damit mit Heiligenhaus wird doch nichts. Guck mal, Autobahn geradeaus. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir müssen nämlich langsam wieder Richtung Heimat. Junge, ich habe keinen Plan, wo ich bin, Alter. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr steinern hier. Ja. Fahr ich mal rechts, ne? Ich habe diesen Kreisverkehr übrigens gerade fast nicht gesehen. Ich wäre da fast einfach drüber gescheppert. Junge, wo zum Henker bin ich? Wo fahre ich hin? Warum ist hier Wasser? Ist jetzt eine, Digga, hier ist jetzt ernsthaft eine Sackgasse. What the fuck? Also hier ist irgendwo eine Schleuse. Also da hinten ist eine Schleuse. Hier ist Wasser. Ich habe absolut gar keinen Plan, wo ich bin, ey. Aber der Bus fährt einfach über die Gegenspur. Chillig. Ja, okay, Digga, sag das doch mal früher. Ich werde jetzt mal eben mein Navigationsgerät einrichten auf Heimat. Damit ich auch innerhalb der nächsten 2 Werktagen zu Hause ankomme. Okay, erst raus. Ah, da kann ich einfach hier lang. Chillig. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, wo ich bin. Aber hier hätte ich niemals hingefunden. Aber wie man vielleicht schon bemerkt hat im Video, wenn ich blinke, da blinkt alles ein bisschen sehr schnell. Da liegt daran, dass ich hinten jetzt LED-Blinker drin habe, diese getönten, die man gerade auf dem Video gesehen hat. Und mein Blinkerrelais findet das wohl nicht so geil. Da muss ich wieder noch ein neues einbauen. Aber das werde ich auch irgendwann die Tage machen. Das wird nicht mehr so lange so bleiben jetzt. Ja, nur jetzt ist erstmal das Blinken sehr, sehr flott. Ist doch gar nicht warm so mit der Sonne. Ich habe echt die Befürchtung, dass die Autobahn gleich schon komplett zusteht. Ich bin mal gespannt. Oh, yo, ich sehe es jetzt schon. Och, nee, Digga, da fahre ich. Da fahre ich nach Wedau. Und das tue ich mir nicht an. Da fahre ich lieber Wedau raus und fahre dann den Rest durch die City. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Es freut mich sehr, wenn du bis zu dieser Stelle dran geblieben bist und ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Ja, wohl leider nichts mit der Kurvenstrecke heute in Heiligenhaus, aber ich meine, so ist das Leben, ne? Das kann mal passieren. Nächstes Mal fahren wir nach Heiligenhaus und dann kann ich auch mal ein bisschen mehr Kurven fahren und gucken, wie die sich so in den Kurven verhält. Dementsprechend hoffe ich, dass du beim nächsten Video wieder dabei bist und würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao!